steigen wir direkt ein. Ich werde Ihnen zuerst eine kurze Einführung auch der rechtlichen Aspekte des Dialogs näher bringen, damit wir alle vom Gleichen sprechen und auch sehen, wie wir die ausgelegt haben, eben in den Verfahren, die wir durchgeführt haben. Der Dialog ist ein Hilfsmittel, es ist also kein eigenes Verfahren. Er kann aber eigentlich in allen Verfahren angewendet werden, eben weil er nur als Hilfsmittel ausgestaltet wurde. Praktisch ist er aber eigentlich nur im offenen oder im selektiven Verfahren von Bedeutung. Ganz einfach, weil man sieht auch schon im Beschaffungs- oder im Verordnungstext, steht geschrieben, wann er eigentlich zur Anwendung kommen sollte. Und das ist einerseits bei komplexen Beschaffungen, also wenn man eben nicht einfach Bleistifte beschafft, sondern wenn es aus verschiedenen Gründen eben eine sehr komplizierte oder sehr herausfordernde Beschaffung darstellt. Das kann sein, weil das Projekt an sich sehr komplex ist, mit den technischen Gegebenheiten, die erfüllt werden müssen. Es kann auch sein, dass viele verschiedene Bereiche davon betroffen sind, vielleicht auch amtsübergreifend, jetzt wenn wir vom Bund ausgehen, dass eben große Herausforderungen gestellt werden, auch an die Beschaffung, an das Verfahren an sich. Wie gestaltet man es aus? Und wenn man dann eben miteinander sprechen müsste, um eben Lösungswege oder Weiterentwicklung von solchen Lösungswegen zusammen zu erarbeiten, um sicher sein zu können, dass man eben am Schluss eine gute Lösung hat, dann kann der Dialog angewendet werden. Zweite Voraussetzung ist eben diese Weiterentwicklung von Lösungswegen, ist eine komplexe Beschaffung oder eben intellektuelle Dienstleistungen. Dort geht man eigentlich davon aus, dass ein großes Maß an Innovation dahinter sein muss, damit ein Dialog wirklich Sinn macht. Diese Formulierung, die in der Verordnung steht, lässt eigentlich relativ viel Spielraum, was man denn nun im Dialog zusammen mit dem Anbieter besprechen möchte. Wichtig ist aber dabei immer, dass man eben schon in der Ausschreibung selber sagt, was man denn genau machen will und wie man den aufziehen will. Man sollte auch schon in der Ausschreibung regeln, wie die Vergütung sein wird im Dialog oder was mit dem geistigen Eigentum, der eben diese Ideen, die dann eigentlich generiert werden sollen, was mit denen passiert. Dies immer eben unter den Voraussetzungen oder den Grundsätzen der Transparenz und der Gleichbehandlung, die auch im Dialog genau gleich wie bei allen anderen Verfahren eine wichtige Rolle spielen und auch eben die Vertraulichkeit, die immer zu beachten ist. Der Dialog bietet eben einige Vorteile. Wir haben eben gehört, schon heute Morgen oder das ganze Thema vom heutigen Tag, das Spannungsfeld zwischen öffentlichen Beschaffungen oder eben dem privaten Markt. Wir befinden uns in einem Raum, der sehr eingeschränkt ist von Regeln und mit diesem Instrument hat man eben versucht, das ein bisschen zu öffnen. Man kann also die Bedürfnisse von vorab klären, nicht erst wie bei einem normalen Verfahren, wo man einfach das Mittel der Verhandlungen hat. Man kann auch dort zusammen sprechen, aber in einem sehr viel eingeschränkteren Rahmen. Hier kann man schon viel früher eigentlich zusammen etwas erarbeiten. Und eben dieser intensive Know-how-Austausch ist möglich. Er bietet aber auch einige Nachteile, wenn man so will. Ein Dialog ist immer mit sehr viel Aufwand verbunden, von beiden Seiten, von dem Auftraggeber wie auch auf der Auftragnehmerseite. Und es ist teilweise noch eine unsichere Rechtslage. Eben dieser Verordnungstext, den ich angesprochen habe, ist relativ kurz gehalten. Er sagt relativ wenig über die eigentliche Ausgestaltung des Dialoges aus. Was darf man denn nun wirklich und wie soll man es machen? Es gibt Berührungsängste dort drin, auch von Seiten sicher des Auftraggebers, weil man eben Fehler machen kann, weil noch nicht viele Erfahrungen da sind. Sicher auch von Seiten der Anbieter, der Unternehmer, weil man ja da eben Innovationen preisgeben soll. Und man möchte dann schon wissen, was mit denen passiert. Und das ist vielleicht auch nicht ganz klar, zumindest wenn es den Gesetzestext oder den Verordnungstext anbelangt. Unser Mittel dafür im Dialog war eigentlich diese sogenannte Dialogvereinbarung, die wir bei jedem Dialog geschlossen haben, in dem eben genau die Spielregeln des Dialoges klar dargelegt werden. Der wird mit jedem Dialogteilnehmer vereinbart, mit allen gleich natürlich, dort auch wieder Gleichbehandlung. Es wird aufgezeigt, was wird besprochen, wie viele Runden gibt es, wie viele Dialogrunden gibt es, eben wie ist die Vergütung, was passiert mit den Ideen, die Sie dann einbringen, je nachdem.
um eben eine gewisse Gleichbehandlung darzustellen. Oder ja, genau, danke. Und um eben auch diese Berührungsängste etwas zu nehmen, damit auch die Unternehmen überhaupt gewillt sind, mit uns in einen Dialog einzusteigen. Wir möchten jetzt eigentlich anhand dieser Kurzreferate genau auch diese Berührungsängste ein bisschen mindern und Ihnen aufzeigen, wie wir einen Dialog durchgeführt haben, welche Variante wir gewählt haben. Ist nicht gesagt, dass das die einzige ist. Wir sind dann auch sehr gespannt zu hören, was Sie schon gemacht haben. Und Herr Berger wird Ihnen gleich mal einen Ablauf oder den Ablauf, den wir eigentlich bei allen Dialogverfahren ziemlich gleich gemacht haben, vorstellen. Und anschließend eben Herr Gustav Vögele seine Eindrücke von der Bedarfsstellenseite, seine Motivation auch, wieso ein Dialog, eben vielleicht auch Lessons learned, was könnte man besser machen und welche Nachteile und Vorteile sind in einem so ein Verfahren oder beinhaltet so ein Verfahren.